Willkommen zu Teil 3. Der Blutkreislauf der Säugetiere vor der Geburt. Entwicklung beim Embryo. Der Blutkreislauf ist eines der am frühesten angelegten Organsysteme des Embryos. Die Blutgefäße entwickeln sich, vom Dottersack ausgehend, aus sogenannten Blutinseln im embryonalen Bindegewebe. Durch die Verschmelzung der beiden Endokardschläuche am Kopfende des Embryos, verschiedene Krümmungsvorgänge und Bildung von Scheidewänden entsteht daraus das Herz mit seinen beiden Vorhöfen und Herzkammern. Das Herz gelangt erst mit dem Längenwachstum des Embryos in seine definitive Lage in der Brusthöhle. In der Frühphase der Entwicklung des Blutkreislaufes gibt es im vorderen Bereich des Embryos zunächst 4 Aorten, 2 rückenseitige, dorsale Aorten und 2 bauchseitige, ventrale Aorten. Die dorsalen Aorten besitzen pro embryonalen Körpersegment jeweils Abgänge nach dorsal, rückenwärts und ventral, bauchwärts, im Bereich der Urniere auch nach lateral, seitlich, die als Segmentarterien bezeichnet werden. Die Dorso- und Ventralaorten sind im Bereich der Kiemenbogen untereinander durch die 6 Kiemenbogenarterienpaare miteinander verbunden. Nun finden im vorderen Embryonalbereich komplexe Umbildungen statt. Die ersten 5 lateralen Segmentarterien sowie die erste, zweite und 5. Kiemenbogenarterie verschließen sich beidseitig, die dorsalen Aorten zwischen 4. und 5. Kiemenbogen. Der Vorderabschnitt der ventralen Aorten wird damit zur definitiven äußeren Halsschlagader, Arteria carotis externa, aus der 3. Kiemenbogenarterie und dem Vorderabschnitt der dorsalen Aorten beidseitig die innere Halsschlagader, Arteria carotis interna. Die rechte dorsale Aorta verschließt sich hinter der 6. lateralen Segmentarterie und wird zusammen mit der 4. rechten Kiemenbogenarterie zur späteren rechten Schlüsselbeinarterie, Arteria subclavia dextra. Die linke Schlüsselbeinarterie entsteht dagegen nur aus der 6. lateralen Segmentarterie. Die 4. linke Kiemenbogenarterie entwickelt zum Aortenbogen, Arcus aortae, die definitive Aorta entsteht aus dessen Fortsetzung in die linke ventrale Aorta. Der Anfangsabschnitt der rechten ventralen Aorta bildet sich zum Armkopfstamm, Truncus brachiocephalicus, um. Die beiden 6. Kiemenbogenarterie wachsen in die Lungenanlage ein und werden zu den Lungenarterien, Arteriae pulmonales. Rechts verliert sie ihre Verbindung zur ventralen Aorta, aus ihrem Anfangsabschnitt entsteht der Lungenstamm, Truncus pulmonalis. Die 6. linke Kiemenbogenarterie erhält jedoch ihre Verbindung zur linken ventralen, also definitiven Aorta bei. Sie bildet damit eine Kurzschlussverbindung zwischen Lungen- und Körperkreislauf, den Ductus arteriosus, Ductus Botalli. Durch die Bildung eines spiraligen Septums, Septum aorticopulmonale, im Ursprung des unpaarigen Anfangsabschnitts der dorsalen Aorten erhält die definitive Aorta Anschluss an die linke Herzkammer, der Truncus pulmonalis an die rechte Herzkammer. Diese sehr komplizierten Umbauvorgänge des Herzens und der herznahen Arterien führen gelegentlich zu Missbildungen, zum Beispiel Fallot-Trilogie, Fallot-Tetralogie, Fallot-Pentalogie. Die ursprünglichen ventralen Segmentarterien der nun definitiven Aorta bilden sich bis auf 3 unpaare Hauptstämme, Truncus ciliacus, Arteria mesenterica superior und Arteria mesenterica inferior, in der Bauchhöhle zurück. Die lateralen Segmentarterien werden zu den Nieren, Arteria renalis, und Keimdrüsenarterien, Arteria testicularis bzw. Arteria ovarica. Lediglich die dorsalen Segmentarterien behalten ihr ursprüngliches segmentales Abgangsverhalten und bilden die Zwischenrippenarterien, Arteria intercostalis superioris, bzw. Lendenarterien, Arteria lumbalis. Krankheiten des Kreislaufsystems. Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen heute in den Industrienationen die Todesursachenstatistik mit Abstand an. In Deutschland werden mit leicht abfallender Tendenz knapp die Hälfte aller Todesfälle auf Krankheiten des Kreislaufsystems zurückgeführt. Während bei Kindern und jungen Erwachsenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen selten sind und die angeborenen Herzfehler im Vordergrund stehen, führt hauptsächlich die mit dem Alter zunehmende Arteriosklerose zu einem altersabhängigen Anstieg der Prävalenz für Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere Durchblutungsstörungen. Unter den Herzerkrankungen, vergleiche Kardiologie, sind Durchblutungsstörungen des Herzmuskels, koronare Herzkrankheit und Herzklappenfehler am häufigsten anzutreffen. Bei den Gefäßerkrankungen, vergleiche Angiologie, sind es die arterielle Verschlusskrankheit, AVK, der Arterien und das Krampfaderleiden, Varikosis, sowie die Thrombose bei den Venen. Der Bluthochdruck, arterielle Hypertonie, gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen.
Er ist die zweithäufigste Diagnose bei Hausärzten und gilt als bedeutsamster Risikofaktor für Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen. Forschungsgeschichte: Im 4. Jahrhundert vor Christus wurden die Herzklappen durch einen Arzt der hippokratischen Schule entdeckt. Ihre Funktion wurde aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt. Da sich Blut nach dem Tod in den Venen sammelt, erscheinen Arterien leer. Deswegen vermuteten antike Anatomen, dass sie mit Luft gefüllt waren und eine Rolle im Lufttransport spielten. Herophilos von Chalkedon unterschied bereits zwischen Venen und Arterien, glaubte aber, dass der Puls selbstständig durch letztere erzeugt würde. Erasistratus beobachtete, dass am Lebenden durchtrennte Arterien bluten. Er vermutete, dass entweichende Luft durch aus kleinen Verbindungsadern zwischen Venen und Arterien nachströmendes Blut ersetzt wird. Somit war er der Erste, der Kapillaren postulierte, aber mit entgegengesetztem Blutfluss. Im 2. Jahrhundert wusste Galenus, 129 bis 199, bereits, dass Blutgefäße Blut transportieren und Unterschied dunkleres venöses von arteriellem Blut, welches heller und dünner ist. Beiden schrieb er verschiedene Aufgaben zu. Wachstum und Energie kämen von in der Leber aus Galle gebildetem venösen Blut, während aus dem Herz kommendes, arterielles Blut Vitalität durch enthaltene Luft brachte. Das Blut floss laut seinen Vorstellungen aus beiden Organen in alle Teile des Körpers, wo es verbraucht wurde, ohne dass ein Rückstrom zu Herz oder Leber stattfand. Das Herz selbst hat keine Pumpfunktion, sondern saugt das Blut in der Diastole ein. Der Bluttransport selbst findet durch die Pulsierungen der Arterien statt. Galen glaubte, dass arterielles Blut aus venösem Blut gebildet wird, welches durch Poren in der Scheidewand zwischen den Kammern aus der rechten in die linke Herzkammer sickert. Im 13. Jahrhundert entdeckte Ibn an-Nafis, ein arabischer Arzt und Anatom, 1210-1213-128, als erster, dass das Blut in einem Kreislauf durch die Lunge fließt. Seine Erkenntnisse, die als Zeichnungen bis in die heutige Zeit überliefert sind, gelangten jedoch nicht bis in den europäischen Raum. 1552 beschrieb Michael Servetus, 1511 bis 1553, dasselbe Phänomen wie Ibn an-Nafis, das durch Realdo Colombo bewiesen wurde. Doch auch diese Ergebnisse wurden von der Allgemeinheit nicht anerkannt. 1628 wurde durch William Harvey, 1578 bis 1657, der Blutkreislauf erstmalig korrekt beschrieben, nachdem für 14 Jahrhunderte die Lehre Galens die medizinische Lehrmeinung bestimmt hatte. Harvey stellte seine Überlegungen aufgrund der Entdeckung der hydraulischen Funktionsweise der Venenklappen durch seinen Lehrer, den Italiener Hieronymus Fabricius Aquapendente an, da er eine Verbindung zur Funktion des Herzens suchte. Er fand sie in der Kreislauftheorie, die er 1628 veröffentlichte. Diese Arbeit begann, die Fachwelt zu überzeugen. Wie das Blut vom arteriellen in den venösen Schenkel kommt, konnte allerdings erst Marcellus Malpighi mit seiner Entdeckung der Kapillaren erklären. Blutkreislauf beim Fötus. Ab dem 21. Tag nach der Empfängnis schlägt das Herz des Embryos, in den folgenden Wochen wird auch die Lunge angelegt. Da die Lungen des Fötus im Mutterleib noch funktionslos sind, bezieht er sein sauerstoffreiches Blut über die Nabelschnur aus der Plazenta. Das sauerstoffreiche Blut gelangt aus der Nabelvene in der Nabelschnur über den Ductus venosus in die untere Hohlvene und umgeht damit zum Großteil die Leber, ein kleinerer Teil versorgt über die Pfortader die Leber mit sauerstoffreichem Blut. Dann gelangt es durch die untere Hohlvene in den rechten Vorhof. Schon in der Hohlvene mischt es sich mit dem sauerstoffarmen Blut aus dem Körperkreislauf und wird zu Mischblut. Ein Teil strömt durch das Foramen ovale in den linken Vorhof, wird in die linke Herzkammer gepumpt und verlässt das Herz durch die Aorta, um zuerst das Gehirn, das am empfindlichsten auf Sauerstoffmangel reagiert, und den oberen Teil des Körpers zu versorgen. Aus der rechten Kammer gelangt das übrige Blut in den Truncus pulmonalis, ein Teil, etwa ein Drittel, wird in die noch nicht entfalteten Lungen gepumpt. Durch die geringe Sauerstoffversorgung der Lunge sind die Lungengefäße verengt, was den Fließwiderstand erhöht. Die restlichen zwei Drittel des sauerstoffangereicherten Blutes gelangen vom Truncus pulmonaris noch vor der Lunge über den Ductus arteriosus in die Aorta, rechts-links Shunt, hinter den Abgängen zum Gehirn und umgehen damit ebenfalls den Lungenkreislauf. Dieses Mischblut versorgt den unteren Teil des Körpers, bis der größte Teil über die von den inneren Beckenarterien abgehenden Nabelarterien wieder in die Plazenta fließt, wo er mit Sauerstoff angereichert wird.